Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Glöckner und Herr Oellers, ein Satz. Wenn Sie es mit dem Barrierefreiheitsgesetz zu ernst meinen, ist meine Frage, warum gab es keine erste Lesung hier im Parlament und warum wird die zweite Lesung in der nächsten Sitzungswoche Mitternacht stattfinden? Das hat mit Transparenz herzlich wenig zu tun. Aber zum heutigen Thema. Zum heutigen Protesttag hätte ich mir unter dem Zeichen, unter dem nämlich dieser Protesttag steht, meine Stimme für Inklusion eine deutlich stärkere und deutlich lautere Stimme heute hier gewünscht. Denn wie steht es denn um Inklusion in Deutschland? Eine Befragung des Mitteldeutschen Rundfunks aus dem März diesen Jahres hat ergeben, 20.000 Leute wurden befragt. 16% von denen haben ausgeführt, es wird nicht genug für Menschen mit Behinderung getan. Und zweite Zahl aus dieser Umfrage, 80% von den Befragten sagen, es gibt keine Chancengleichheit auf Teilhabe. Das ist erschreckend. Wo liegt denn aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Problem? Schauen wir doch mal in die UN-Behindertenrechtskonvention hinein. In der Originalfassung steht Inclusion. Übersetzt heißt es eigentlich Inklusion. In der amtlichen Übersetzung steht aber anstelle von Inklusion Integration. Ein vermeintlich kleiner Fehler, aber er macht das Ausmaß sehr deutlich. Integration ist eben nicht Inklusion. Bereits während meines Studiums haben wir den Unterschied sehr bildhaft herausgearbeitet. Und aus meinen damaligen Mitschriften kann ich der Bundesregierung gern auch in leichter Sprache entsprechende Mitschriften zur Verfügung stellen. Am fehlenden Willen der Großen Koalition in der letzten Legislaturperiode mehr zum Abbau für Barriere zu tun, auch das ist ein Grund. Die Anzahl der Anträge aus den demokratischen Oppositionsfraktionen der letzten Wochen und Monate zeigt deutlich, wo Defizite weiterhin bestehen. Nur waren Ihnen offensichtlich, insbesondere, liebe Sozialdemokraten, der Koalitionsfrieden deutlich wichtiger als der Einsatz für Menschen mit Behinderung. In der heutigen Debatte unterstützen wir, lieber Jens Beek, euren Antrag zur Gebärdensprachdolmetschung. Es ist tatsächlich eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass alle Pressestatements aus meinem Ministerium barrierefrei übertragen werden müssen. Und ein zweiter spannender Antrag zur Umsatzsteuer für Inklusionsunternehmen. Auch den unterstützen wir ausdrücklich. Es versteht doch draußen kein Mensch mehr, dass dort produzierte Waren mit 7% Mehrwertsteuer besteuert werden, aber die an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verkaufte Bockwurst mit 19%. Das ist nicht gerecht. Für DIE LINKE bleibt daher wichtig, das Wunsch- und Wahlrecht auf Leistungen zur Teilhabe darf nicht am Kostenvorbehalt scheitern. Denn Teilhabe, Inklusion und Menschenrechte gibt es nicht zum Nulltarif, und der Markt regelt es wie so oft eben nicht. DIE LINKE ist der Überzeugung, auf dem Arbeitsmarkt wird es keine Veränderung ohne schärfere Sanktionen geben. Zu den Ausführungen Ausgleichsabgabe hatte ich mich bereits geäußert. Ich will zum Schluss kommen und noch zwei weitere Zahlen aus der von mir zitierten Umfrage nennen. Erstens, 86% der Interessierten zeigen sich für Belange von Menschen mit Behinderung offen. 93% der Befragten wünschen sich einen inklusiven Arbeitsmarkt, auf dem sie mitwirken. Daher meine abschließende Bitte, unterstützen wir besonders am heutigen Tag die Initiative zum Europäischen Tag der Menschen mit Behinderung. Unsere Stimme für Inklusion, machen Sie mit. Gemeinsam können wir die Systemschwächen überwinden und die Gesellschaft deutlich inklusiver gestalten. Vielen Dank. Danke, Kollege Pellmann. Das Wort geht an Bündnis 90 Die Grünen mit Corinna Rüffer.